Wow, mit viel Schmiss heute. Herzlich willkommen zurück bei Humpis, der Talk. Bei uns geht es jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Sendung um zwei großartige Veranstaltungen im Süden von Baden-Württemberg. Wir fangen an mit dem Hohenbergsommer in Tuttlingen, der sich mittlerweile zum Who is Who des Pop-Business gewandelt hat. Dieses Jahr werden alleine Gianna Nannini, die Simple Minds und Kim Wilde sich die Klinke in die Hand geben. Der Macher des Ganzen oder einer der Väter des Erfolges ist der Programmchef des Festivals. Sein Name ist Berthold Honecker. Freuen Sie sich jetzt auf einen Gast, dem man in den Bereichen Kleinkunst, Rock und Popmusik so schnell nichts vormachen kann. Berthold Honecker weiß, wo es lang geht in der Kunstszene. Und das ist auch nötig, denn der 57-Jährige muss eine Menge Aufgaben stemmen. Er ist Programmplaner der Tuttlinger Hallen, Programmchef der Bühne im Anger, Programmchef des Hohenbergsommers und Organisator der Tuttlinger Krähe. Letztgenanntes ist ein Kleinkunstwettbewerb, der seit 2001 in der Kreisstadt Tuttlingen stattfindet. Heutige Stars wie Bülent Ceylan oder Mario Barth haben hier klein angefangen. Der in Speichingen aufgewachsene und nun in Tuttlingen lebende Honecker kann also schon auf viele Erfolge zurückblicken. Doch wir schauen jetzt nach vorn und begrüßen bei Humpis der Talk unseren Gast Berthold Honecker. Dankeschön, das Sigi Steele Quartett. Applaus bitte. Schön, dass Sie da sind, Herr Honecker. Ich habe gerade gesagt, Sie sind einer der Väter des Erfolges. Nicht nur der Tuttlinger Krähe, wie wir gerade gesehen haben, sondern eben auch des bevorstehenden Hohenbergsommers. Wie erklären Sie sich das denn, dass jenseits der Metropolen ein Festival dermaßen Erfolg hat und Hunderttausende von Menschen mittlerweile in den letzten Jahren begeistert hat? Ich denke, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Erstens die Breite des Programms, weil wir uns nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt haben. Zum Zweiten, dass wir auch für Kinder und im Frühschoppenbereich und nachmittags relativ viel Unterhaltung anbieten, die ganz normale Leute eigentlich mit dem Konzertbetrieb direkt nichts zu tun haben, dazu bewegt, mal hochzugehen und sei es bloß auf ein Bier und ein Schnitzel mit Pommes frites. Zum einen und zum anderen, dass wir natürlich, dem Herrn sei es gedankt, ein Gelände haben, wie es weit und breit niemand anders hat. Diese Burgruine und dieses Landschaftsschutzgebiet geben einfach so viel Ambiente her, da können andere sich abstrampeln, das schaffen die einfach nicht, was uns sozusagen die alten Ritter hinterlassen haben. Also wer das nicht kennt, hat wirklich was verpasst, das stimmt. Also das muss ich wirklich sagen. Wie ist das denn? Sie sind ja derjenige, der die Künstler auch anspricht, betreut, umsorgt. Ich habe mal die Weather Girls kennengelernt, Backstage bei einem Konzert. Das sind die mit dem It's Raining Men, diesem Hit. Die wollten nur den Vertrag unterschreiben, hat mir der Festivalleiter erzählt, wenn man ihnen eine riesengroße Mayonnaise-Schüssel hinter die Bühne stellt, wo sie während des Konzerts immer naschen konnten. Ist das so ein Spleen, den viele Künstler haben, oder sind die eigentlich eher handzahm? Also im Großen und Ganzen muss man sagen, je professioneller die Künstler sind, desto weniger gibt es solche Spinnereien. Also man hat oft genug mit dem semi-professionellen Support mehr Arbeit und Ärger als mit einer Kim Wilde, einer Gianna Nannini oder Simple Minds. Das ist eigentlich nicht die Regel, solche Spinnerei. Mhm. Das gab es früher massiv, das ist in letzter Zeit ganz, ganz weit zurückgegangen und mittlerweile muss man sagen, wenn irgendwas Seltsames drinsteht, ist oft bloß ein Missverständnis, das sich durch einen Anruf aus der Welt schaffen lässt. Ach du meine Güte, das steht immer noch da drin, streich's auch aus. Aber ist denn irgendwann mal sowas passiert wie mit den Weather Girls, mit dem Mayonnaise-Topf? Ja, also das letzte Mal bei Gianna Nannini haben wir auch nach Konstanz fahren müssen. Da gab es noch keine Sushi-Bar in Tuttlingen. Sie isst für ihr Leben gern Sushi. Und dann haben wir es halt in Konstanz geholt, vorher bestellt. Das war schon alles vorbereitet. Wir haben das dann bloß noch in die Kühlbox gepackt und wieder heimgefahren und alles war gut. Und was ist das für ein Sushi? Bodenseefällchen als Sushi, oder? Ich habe es im Lago geholt in der Sushi-Bar. Okay. Also es war ein ganz normaler Sushi-Laden. Okay, alles klar.
Ja, ich habe das Line-Up gesehen. Ich bin ein Kind der 80er quasi, dort musikalisch sozialisiert worden. Sprich, also meine Stars von damals sind alle jetzt auch dieses Jahr bei Ihnen auf dem Hohenberg. Kim Wilde, die Simple Minds, auch Gianna Nannini, die es ja schon im Prinzip als Star seit den 70ern gibt. Richtig. Ist das so ein bisschen auch Ihr eigener Musikgeschmack, dass Sie danach aussuchen oder wollen Sie eine bestimmte Klientel ansprechen? Ja, genau, letzteres. Also ich mache Programm nicht für mich, ich mache Programm für die Leute, für die Besucher, für die zahlenden Gäste, weil wir können ja nicht städtisches Geld ausgeben und sagen, ist uns egal, ob jemand kommt oder nicht, sondern wir wollen natürlich am liebsten jeden Abend ein volles, am liebsten ausverkauftes Zelt sehen und orientieren uns natürlich auch daran, was die Leute sehen wollen. Also meine persönlichen Highlights dieses Jahr sind natürlich Anna Depenbusch, Johannes Oerding und Sophie Hunger. Also das sind die für Sachen, worauf ich mich freue. Ja, für die anderen gibt es, glaube ich, keine Karten mehr. Die sind schon länger ausverkauft. Okay. Ab welchem, sag ich mal, Verkaufslevel trägt sich so ein Festival? 70% Auslastung, 80% oder kann man das nie so genau sagen? Das kann man schon genau sagen. Spannend wird es ab 85. Okay, also da verdient man dann noch Geld. Da verdient man noch kein Geld, aber man zahlt nichts mehr drauf. Oh, das ist aber auch schön. Und ich nehme an, Sie sind schlafen derzeit gut. Ich schlafe derzeit gut, aber das liegt zum guten Teil an unseren wirklich zahlungsfreudigen Sponsoren, weil ohne die ging ein Festival im Landschaftsschutzgebiet, wo selbst das Stellen eines Containers einen Hölleaufwand bedeutet, was du auf einer ebenen Fläche für ein paar Euro abwickelst, aber da oben das halt richtig Geld kostet und ohne die Sponsoren wäre das nicht zu schaffen. Also wir haben ja wirklich ein ganz spannendes Line-up, wie man neudeutsch sagt, dieses Jahr geschafft. Gibt es denn irgendeinen Künstler, wo Sie sagen, Mensch, an dem war ich immer schon mal dran, den würde ich so gerne mal bei uns in Tuttlingen begrüßen und ich habe den noch nie gekriegt? Ja, also wir haben immer so eine interne Warteliste, also wo man sagt, da graben wir nächstes Jahr dann mal ein bisschen intensiver dran. Aber irgendwie kommt es dann schon immer. Sei es, dass der Künstler einen Anschlusstermin braucht. Simple Minds war so ein Fall, hätten wir uns normalerweise nie leisten können. Die hatten 5 Tage in Deutschland gebucht. Unser freier Tag war der direkt vor diesen 5 Tagen. Und dann haben die gesagt, na, in Gottes Namen, dann machen wir es halt für das Geld, auch wenn es jetzt nicht berauschend ist. Okay. Und aber das Publikum sieht ja, Weltstars der 70er, 80er, 90er und des neuen Jahrtausends. Also wir haben immer so eine Liste, wo wir sagen, okay, der oder jener und die und je. Aber irgendwann kommt es immer. Also manchmal dauert es 3 Jahre, manchmal auch 5 Jahre, aber irgendwann klappt es. Sie haben die Ruhe. Ja, in dem Fall schon, weil ich muss jeden Tag bloß, jedes Jahr bloß 16 Tage füllen und bleiben noch ein paar Künstler übrig. Ne? Schaffen Sie es mal auch auf die andere Seite des Bodensees, nach Bregenz? Jetzt ja, weil ich habe gerade mit dem Kollegen darüber gesprochen und ich werde ihn sicher diesen Sommer besuchen. Alles klar. Und dort André Chenier, die Oper auf dem See sehen. Wir werden gleich etwas über die Oper und das neue Stück auf den Bregenzer Festspielen hören von Axel Renner. Er ist der Kommunikationschef der Bregenzer Festspiele. Die Seebühne ist heute sein Zuhause. Der See war es schon am Anfang. Axel Renner ist in Friedrichshafen und im Friedrichshafener Umland aufgewachsen. Seine Ausbildungsstationen dann, die Hochschulen in Konstanz, Lugano und Winterthur. Seine Karriere, Bayreuther Festspiele, Zeitung, PR. Seit 2001 ist der 39-Jährige in Bregenz angekommen und leitet dort die Pressearbeit und Kommunikation. Verantwortlich für die Seebühne, EM-Studio des ZDF, James-Bond-Drehs in Bregenz oder das Spiel auf dem Schnee in luftiger Höhe in Arberg am Lech. Er hat viel zu tun. Im Moment steht an André Chenier direkt auf dem See. Die Kulturmarke des Jahres sind die Bregenzer Festspiele 2009 geworden. Auch sein Verdienst. Herzlich willkommen bei Hump ist der Talk, Axel Renner. Herzlich willkommen, Axel. Schön, dass du da bist. Stress, Aufregung, so wenige Wochen vor der Premiere? Also Lampenfieber auf jeden Fall. Es sind ja noch ein paar Tage hin. Aber natürlich wächst die Ungeduld, wenn man das ganze Jahr vorbereitet und dann in Kürze dieser große Tag bevorsteht. Aber eigentlich müsstest du doch, habe ich mir überlegt, seit James Bond und seit diesem EM-Studio vom ZDF einen unheimlich coolen, easy Job haben. Ihr seid so bekannt, ihr müsst doch eigentlich gar keine Kommunikation mehr machen, oder? Also man kann eigentlich nie zu wenig machen.
gerade auch wegen diesen Events, weil einerseits natürlich die Nachfrage medienseitig sehr viel größer ist und andererseits wir natürlich diesen weiteren Sprung nach vorne aus diesen Jahren auch halten möchten. Jetzt habt ihr, ihr seid bekannt durch dieses Auge geworden, eben bei diesen beiden Ereignissen, EM und auch als Hollywood bei euch gedreht hat. Was passiert denn mit diesen grandiosen Bühnenbildern, die ihr jedes Jahr dort in den See stellt? Werden die verschrottet oder werden die versteigert? Also so gern wir selber würden, nämlich diese Bühnenbilder behalten, es geht einfach nicht. Zum einen muss ja ein neues Bühnenbild dort entstehen. Und zum anderen sind diese Teile so schwer und umfangreich, dass wir den größten Teil wirklich entsorgen müssen, recyceln müssen. Aber es gibt auch Liebhaber, die sich hin und wieder das ein oder andere Teil in den Garten stellen. Allein dieses Tosca-Auge hat einen Durchmesser von 30 Metern. Wer hat es? Oder darf man das nicht sagen? Nein, bei mir im Büro hängt noch ein kleiner Ausschnitt, also ein quadratgesägtes Holzstück aus diesem Auge als Erinnerungsstück. Aber es wäre dann tatsächlich zu groß. Okay, also das hat niemand gekauft? Nein, es wäre auch nicht. Also wir haben Anrufe, es geht los. Mit der Premiere kommen die ersten Anrufe. Wenn ihr fertig seid, wir hätten das gern bitte. Und wenn wir dann anfangen, über Transport- und Abbaukosten zu reden, die enorm sind, also da könnte man sich hier und dort vielleicht ein kleines Haus dafür hinstellen, dann bedankt man sich recht artig und legt wieder auf. Okay. Jetzt habt ihr nicht aufgelegt, sondern ihr seid gut aufgelegt, um André Chénier auf die Bühne zu bringen, eine sehr unbekannte Oper. Ihr habt die letzten zwei Jahre mit AIDA unheimlich gepunktet. Das ist fast ein Selbstläufer, könnte man fast sagen, vom Namen her, AIDA. Warum die Entscheidung für André Chénier? Eine wunderschöne Oper, aber eben unbekannt. Also unbekannt, ja, aber deswegen nicht unpopulär. Eine packende Handlung, eine grandiose Musik, von der Länge mit 2 Stunden, wie gemacht für einen Abend auf der Seebühne. Und unser Intendant David Pountney wollte sozusagen nicht nur im Mainstream schwimmen und etwas Außergewöhnliches programmieren und dabei trotzdem ein großes Publikum anziehen. Ob es uns wirklich gelingt, werden wir diesen Sommer sehen. Aber André Chénier, diese große Oper von Umberto Giordano, gilt als sein Meisterwerk, ist tatsächlich von so einer packenden Intensität. Wir konnten schon beim Tag der offenen See ein paar Ausschnitte hören. Also es ist wirklich Musik fürs Sonnengeflecht. Okay, also für das zentrale Nervensystem, okay. Wie ist das, ihr habt jetzt nicht so diese klassischen Stars auf der Bühne, wie das Bertolt Honecker auf dem Tuttlinger Sommer hat. Wie ist euer Ensemble, wie wächst das zusammen? Ist das eine Familie am Ende der Spielzeit? Ja, es ist eine Familie und da fließen auch Tränen, wenn die Festspiele zu Ende sind. Man muss sich das so vorstellen, ganzjährig arbeiten in Bregenz um die 50 Mitarbeiter und wir wachsen an, das passiert momentan bis zur Premiere auf bis zu 1600 Mitarbeiter. Und da bilden sich Freundschaften, man kommt zusammen, geht wieder auseinander und leistet eben in 4 Wochen Festspielzeit Außergewöhnliches. Und natürlich gewöhnt man sich da aneinander. Und das ist auch nicht einfach zu verkraften am Ende der Festspielzeit, wenn dann sozusagen von innerhalb von 24 Stunden von 100 auf 0 die ganze Veranstaltung zu Ende geht. Okay, also viele Abschiedstränen. Wie ist das denn, wenn dieses Festival zu Ende geht? Du sagst, man ist da monatelang unter Adrenalin, man baut es auf, man zieht es durch. Fällt man dann in ein Loch als einer der zentralen Macher der ganzen Angelegenheit? Ja, obwohl man es schon lang genug macht, aber ich glaube, man wäre nicht mit Herzblut bei der Sache, wenn man nicht in dieses Loch fallen würde. Das gehört dazu. Und man kann eigentlich erst in so ein Spannungsloch fallen, wenn man vorher diese Spannung aufgebaut hat. Und die brauchen wir, das wird der Honecker kennen, es geht im Bühnen-, im Veranstaltungsgeschäft, es geht nicht anders. Wie ist es denn bei Ihnen? Die Veranstaltung hochziehen, durchziehen und haben Sie dann auch dieses Loch? Nicht wirklich, weil wir eigentlich auf dem Berg schon die ersten Gespräche fürs nächste Jahr mit den in der Regel anwesenden Agenten oder Tourbegleitern führen und eigentlich dann schon wieder in der Planung fürs nächste Jahr sind, sodass das nicht so den krassen Schnitt gibt wie jetzt beispielsweise bei ihm. Okay, wann ruht ihr euch aus? Also es ist ja ein sehr umfassender, stressiger Job. Ich denke mal, während der Festivalzeit ist das ja fast eine Rundumgeschichte, die ihr da durchzieht. Also momentan ist es sehr angenehm hier. Quasi eine Art Feierabend jetzt. Im Vergleich zum stressigen Festspielalltag. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Naja, also wenn das Festival rum ist, dann ist es eine Woche oder 10 Tage, wo man sagt, okay, Piano. Und dann bereite ich die Tuttlinger Krähe als nächstes vor, weil die Juroren, April ja, Jahr. Schon, aber die Juroren müssen ja die Vorauswahl treffen und ich liefere denen das Material zur Auswahl und das muss vorher angeguckt werden, das sind 150 DVDs, das zieht sich und bis die aus dem Urlaub kommen, muss das alles parat sein und
direkt danach geht es wieder mit dem Festival los. Also ja, Sie haben da ja auch schon ganz namhafte Leute. Immerhin Mario Barth, der ja schon mal das Berliner Olympiastadion ausverkauft hat später, als er dann bekannt wurde, den haben Sie quasi entdeckt bei der Tuttlinger Krähe. Der war zumindest im ersten Wettbewerb bei uns, ja. Oder Sascha Gammel ist das beste Beispiel. Als der bei uns den Preis gewonnen hat, war der noch eine überschaubar große Nummer, wollen wir es mal so sagen. Und mittlerweile, unter Ausverkauf macht er es nicht. Okay, und jetzt, aber das ist ja... im Frühling, jetzt im Juli, steht der Hohenbergsommer an, im Zelt. Ja. Wie sieht das denn aus auf der Seebühne? Immer wenn ich auf der Seebühne war, hatte ich richtig Glück mit dem Wetter. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also es gibt da ein paar Zahlen, die man vielleicht nennen kann. Pro Sommer haben wir nur im Durchschnitt der letzten 10 Jahre 1,8 Regenabsagen. Das sind bei rund 5 bis 28 Vorstellungen pro Sommer eine überschaubare Zahl. Und dann kommt dazu, also man kann es vielleicht so nennen, der Reiz und der Charme des Ortes, Seebühne unter freiem Himmel, ist zugleich sein Risiko. Und es ist eben eine besondere Erfahrung, Oper, hohe Kunst unter freiem Himmel zu erleben. Also wie damals in der Antike. Wir haben einen amphitheatralischen Zuschauerraum, ein Halboval. Sie können solche, also von der Grundstruktur her angelegten Spielstätten noch in Griechenland finden. Das ist ein sehr intensives, spezielles Erlebnis, Oper unter freiem Himmel zu erleben. Und unsere Besucher lassen sich in der Regel auch von ein paar grauen Wolken am Himmel nicht abschrecken. Das sollten Sie auch nicht, weil beides sind fantastische Orte, die wahrscheinlich einzigartig sind, sowohl auf dem Berg als auch auf dem See mit jeweils fantastischen Ausblicken und Panoramen. Danke, dass ihr beiden da wart. Danke und ich wünsche euch eines, ganz wenige Regentage und ganz viel Erfolg. Wir, liebe Zuschauer, werden uns in 2 Wochen wiedersehen, dann mit einer neuen Ausgabe von Humpis der Talk mit mir. Und mein lieber Kollege Joachim Umbach wird Sie bereits am nächsten Wochenende mit einer weiteren Ausgabe beglücken. Ich hoffe, Sie schalten ein, freuen sich drauf. Tschüss, schönen Abend noch.